Große Schuhe finden Sie bei Schuh Plus, Europas großem Versandhaus für Schuhe in Übergrößen. Schuh Plus, einfach große Schuhe. Rote Lippen, elegante High Heels, seidige Haare. Jasmin ist ganz Dame, dabei ist sie eigentlich ein Kerl. Ein Heteromann mit Familie, der ein paar Mal im Monat eine Frau sein will. Der 45-Jährige aus Celle ist ein sogenannter Crossdresser. Er hat sich bisher nicht geoutet und möchte daher als Mann nicht erkannt werden. Hier im Perückengeschäft von Barbara Steinhoff sucht er für seine Verwandlung die richtige Perücke. Jasmin spürt schon in der Pubertät, dass irgendetwas anders ist. Zwei Seelen schlummern in ihrer Brust. Es hat angefangen mit 14, da ich heimlich die Sachen von meiner Mutter angezogen und habe da irgendwie dran Gefallen gefunden. Dann wurde es ein bisschen mehr, faschingmäßig immer, dann hat man das natürlich ausgenutzt, dann ist man da als Frau gegangen und dann wurde eben dann ja, mehr oder weniger ein Hobby daraus. Oder ein Hobby kann man auch nicht sagen, ist eigentlich schon Sucht, kann man sagen. Eine Sucht, die einfach immer da ist. Jasmin hat schon öfter versucht, dieses Gefühl zu unterdrücken, vergebens. Warum manche Männer diese weibliche Seite in sich spüren, weiß Diplompsychologe Michael Tillmann. Crossdresser haben oftmals sehr distanzierte Väter und lieblose Mütter. Und die spätere Gestaltung, das erotische Theater, das inszeniert wird, ermöglicht ja sozusagen einen Zugang zu Liebesbeziehungen. Dieses erotische Theater schafft eine Entlastung, eine innerpsychische Entlastung. Und es gibt ihnen das Gefühl, dass sie leben, dass sie vital sind. Vital fühlt sich Jasmin, wie Dame ebenso ist, beim Shoppen. Hier schlüpft sie nicht nur in die Klamotten, sondern übernimmt auch die Eigenarten einer typischen Frau. Als Frau bin ich immer ganz anders als Mann. Als Mann bin ich nicht so offen wie als Frau. Und als Frau bin ich auch noch schon ganz schön eine Zicke. Auch beim Einkaufen oder beim Klamottenaussuchen zum Beispiel kann ich dann auch schon ganz schön zickig werden, wenn ich das nicht finde, was ich mehr haben möchte. Jasmin hat sich über die Jahre des Verkleidens aber auch den weiblichen Hüftschwung angeeignet. Ja, auf den Gang muss man achten, dass man nicht zu männlich geht, dass die Beine zusammen sind, dass die Füße zusammen sind. Und eben aufrechten Gang ein bisschen mehr, ne? Kopf nach oben und nicht so nach unten, weil dann fällt man mehr auf. Jasmin lebt gerne ihre weibliche Seite, aber so richtig auffallen möchte sie dennoch nicht. Sie spürt immer wieder die Angst vor Diskriminierung, wie auch viele andere Crossdresser. Die Betroffenen haben keine Wahl. Insofern ist also eine Diskriminierung doppelt schlimm. Wer versucht, sich in einer Gesellschaft anzupassen als Mann, hat oft psychische Krankheiten zur Folge oder leidet an psychosomatischen Krankheiten, weil der gesellschaftliche Druck, die Ächtung von Männern, die sich feminin verhalten, doch sehr groß ist. In den eigenen Reihen ist ein Outing schwierig. Keiner der Freunde weiß von ihrem Fetisch. Selbst ihre Kinder sind ahnungslos, aus Schutz. Meine Kinder können das eigentlich wissen, aber ich möchte es nicht, dass andere Kinder das wissen, weil Kinder sind doch schon ganz schön grausam, ne? Die dann schon erzählen, mein Vater zieht Frauensachen an oder irgendwas mit Hänseln oder irgendwie sowas. Und das möchte ich eigentlich nicht. Sogar vor seiner Frau versteckte er jahrelang seine Klamotten. Man hat das immer versteckt oder hat sich irgendwelche Ausreden einfallen lassen, dass irgendwo Party ist, wo man gar nicht hingegangen ist. Und dann hat man die Sachen eben im Kofferraum gehabt, auf dem Boden oder irgendwo anders. Und ja, dann hat man war dann schon ein ganz schön guter Lügner. Ne? Eine Lüge, die immer größer wurde. Als die Ehe kurz vorm Scheitern war, rückte er raus mit der Sprache. Ja, ich habe erst nach 10 Jahren Ehe habe ich das dann gebeichtet, dass ich eben Crossdresser bin. Und sie hat es eigentlich ganz gut aufgenommen. Hatte erst gedacht, das ist was anderes, dass ich fremdgehe oder sonst irgendwas und war eigentlich erleichtert, dass es nur das war. Musste das natürlich erstmal verarbeiten, aber als ich gemerkt habe, dass ich sie ganz tolle liebe, also nimmt sie das jetzt auch so an oder toleriert das auch. Seine große Liebe gibt Jasmin Halt und Kraft, um zu sein, wie sie ist. Ein Mann, der einfach nur hin und wieder eine Frau sein will. Große Schuhe finden Sie bei Schuh Plus, Europas großem Versandhaus für Schuhe in Übergrößen. Schuh Plus, einfach große Schuhe.